Hallo und herzlich willkommen bei euren WakuLP. Wir spielen The Long Dark Staffel 5. Staffel 4 musste leider enden aufgrund Schwierigkeiten des Updates, des neuen DLCs, das released wurde. Man sieht es hier im Hintergrund. Ich habe dazu in der Playlist ein kleines Infovideo hochgeladen, das könnt ihr euch gerne anschauen. Gut, Freunde, wir starten durch. Überleben. Wir machen ein neues Spiel auf Schleicher. Wir starten im Ort der Trostlosigkeit. Ort der Trostlosigkeit für fortgeschrittene Spieler. Einige wichtige Unterkünfte, eine Menge angriffslustiger Tiere und widriges Wetter erwarten dich in den Überresten einer einst florierenden Walfangindustrie, verbunden mit der Küstenstraße. Okay. Hier wird dann die Walfangindustrie irgendwo sein. Leuchtturm. Schmieden. Hier geht's zur Küstenstraße zurück und da ist, denke ich, Ende. Okay. Wir nehmen den weiblichen Charakter, nehmen den Schneewanderer mit. Nee, das nicht, aber das hier und den Bücherwurm. Also kalte Fusion und Bücherwurm. Okay. Das hier ist Staffel 5 YouTube. Gut, dann starten wir durch. Ja, ich musste jetzt alle Soundeinstellungen neu machen. Ich hoffe, jetzt klappt es einigermaßen. Dadurch das neue Update. Aus irgendeinem Grund sämtliche Ingame-Geräusche verändert wurden und angepasst wurden, lauter sind. Wenn ein Sturm ist, ist es extrem laut. Da ist es dann schwer, dass man meine Stimme noch raushört, aber ich denke, ich habe jetzt eine gute Einstellung gefunden. Wir starten direkt bei der Kirche. Schön. Stein nehmen wir mit. So, wo ist denn der Eingang da drüben? Ein Hase. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein Schlafsack. Perfekt. Nichts. Das Wasser. Schal, den legen wir gleich an. Zack. Holzkohle nehmen wir mit. Das Kuh. Frisches Hundefutter. 10 Schuss für den Revolver. Das wäre natürlich cool, wenn hier auch ein Revolver wäre. Okay. Das sieht soweit ganz gut aus. Wir nehmen hier die Steine noch mit. Schauen wir hier noch kurz. Da ist noch etwas Holz. Mehr Steine. Notfallspritze. Gut, das war's mit der Kirche. Ich denke. Okay, hier sind zwei Wölfe. Ja, ich würde eigentlich jetzt gleich direkt zum Leuchtturm laufen. Aber vorher möchte ich hier einmal die Kirche kartografieren. Okay. Ein Steinhaufen. Ist natürlich jetzt blöd, weil wir genau da durch müssen. Da hoch und über die Brücke. Okay, schauen wir mal, ob wir da irgendwie vorbeikommen. Das wäre schön. So, wir haben eigentlich einen guten Start erwischt, denn es ist nicht sonderlich kalt gerade und wir haben noch etwas über 3 Stunden Tageslicht. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja,
Wenn wir jetzt da vorne noch bei den Wölfen unbeschadet vorbeikommen, wäre das, denke ich, ein schöner Start. Ist das hier schon ein neues Tier? Das dürfte ja dann ein Weibchen sein, denn ich kenne nur die Hirsche mit dem Geweih. Okay, wir schauen jetzt hier mal, ob wir vielleicht auch... Ah, gehen wir zuerst zu den Krähen. Vielleicht liegt ja da etwas Nützliches. Ich hätte jetzt überlegt, dass wir uns hier irgendwo hochschleichen werden und dann rüberlaufen. Auf dem Schwierigkeitsgrad ist das mit den Wölfen ist das echt krass. Also hinter jeder Ecke lauern diese Biester. So, was haben wir hier? Ach, okay. Da können wir leider gar nichts machen mit dem. So. Okay. Nee, aber die Wölfe sind genau hier. Da kommen wir nirgends hoch. Ja, wir könnten sie theoretisch mit den Steinen etwas weglocken. Wir werden das mal versuchen, gehen aber auf der anderen Seite hoch. Schade eigentlich, dass sie es immer noch nicht geschafft haben, wenn man Handschuhe trägt, dass die hier auch angezeigt werden, wenn man den Stein oder die Waffe ausgerüstet hat. Normal gehen. Und hoffentlich ist hier irgendwo ein Weg hoch. Okay, das sieht ganz cool aus. Dann werden wir, würde ich sagen, ab hier jetzt schleichen. Ich würde ja schon gerne gleich in den Turm gehen. Vielleicht haben wir ja Glück und finden dort drinnen zumindest einen Revolver. So, wo sind sie denn, die Wolfies? Schauen wir mal. Gehört. Nee. Jetzt sind die wohl noch ein Stück weg. Suche, dass die vielleicht mit dem Steingeräuschen da runterlaufen und wir hier in Ruhe hoch können. Ei, wir müssen da rundum. Okay, go.
Yay! Es hat geklappt. Sehr schön. Weil wir gehen dann auch nicht mehr hier zurück. Wir werden da vorne die Klippe runterspringen. Damit wir diese Tiere gleich umgehen. So, du kannst ruhig etwas sprinten, weil wir müssen sowieso... Jeder Leuchtturm. Schön, den zeichnen wir gleich auf. Cool, haben wir schon zwei Orte. Schauen wir, was uns da drin erwartet. So, einsamer Leuchtturm. Ja, wir haben leider noch keine Lampe zum Looten. Aber das ist leider jetzt am Anfang so. So, wir nehmen das Holz hier mit. Das und das. Das Buch. Okay, hätten wir zumindest eine Fackel. Ja, eine Fackel hätten wir. Aber wir werden uns jetzt einfach mal noch kurz so umschauen. Hier auf den Fensterbänken liegt manchmal etwas. Aber gerade nicht. Was haben wir hier? Fäustlinge. Ein Bett. Hundefutter, Revolvermunition. Zeitung. Getrocknetes Leder. Aber es wäre ja cool, wenn hier schon Munition ist und auch vielleicht ein Revolver hier wäre. Das wäre ja extrem nice. Aber sieht nicht danach aus. Okay, wenn wir runterlaufen, schauen wir da nochmal. Gehen wir noch kurz nach oben. Farbe. Was haben wir hier? Brandbeschleuniger. Etwas Holz, aber keine Axt. Das ist nur die Palette. Nichts. Ah, schade, hier brauchen wir schon das Brecheisen. Okay, hier liegt manchmal etwas drauf, aber ich... Und oben dürfte eigentlich noch eine Leiche sein, wenn ich mich richtig erinnere. Schade, keine Waffe. Okay, keine Leiche, dann liegt der da unten, okay. Okay, dann gehen wir wieder. Mein Gott, hier ist es ja schon dunkel jetzt. So, hier geht's runter. Was war das hier? Ach so, die Kisten. Aber liegt hinter den Kisten was? So hier vielleicht? Nee. Schade. Das, warte mal, haben wir das? Das hier, einmal die Socken, die sind beide schlecht eigentlich. Der haben wir den guten ausgerüstet, perfekt. So, dann schauen wir uns diesen Kollegen hier noch an. Wo ist der? Da. Hey, ein Jagdmesser. Schade, aber einen zweiten Schal. Also die Frage ist, der besser? Ja, okay. Steine mitnehmen. So, komm schon, geh hoch hier. Gut, dann laufen wir jetzt zum Schiffswrack. Das ist da drüben, da kann man schmieden. Wir werden uns hier jetzt etwas runtersneaken.
sich duppt, kann man die meisten Felsen schön runter klettern. Okay, das sieht gut aus. Okay, dann machen wir jetzt das Schiffswrack und dann dort vorne die Fabrik. Screen, oder? Vielleicht, dass auf dieser Insel noch was ist. Könnte möglich sein. Ich denke, wir machen noch einen Abstecher hier auf diese Insel und schauen, was da dahinter ist. Dann gehen wir zum Schiffswrack und werden dort schlafen. Die Fackel verwenden zum Durchsuchen. Es sei denn, wir finden eine Öllaterne. Denn in den Schiffswrack dort ist es eigentlich immer dunkel, egal ob Tag oder Nacht ist. So, was haben wir hier? Nichts. Und hier der Weg hoch, der sieht doch noch vielversprechend aus. Das werden wir noch riskieren. Kleine Insel. Ein Hase. Hey, die Bartflechte nehmen wir mit. Ja, komm schon. Etwas verglitscht hier. So. Jesus, cold. Jetzt wird es wirklich kälter, weil die Nacht hereinbricht. Okay, das war's. Schade. Ich hätte gedacht, da können wir irgendwie weiter hochlaufen oder so. Egal, gehen wir zum Schiffswrack. Ja, Hase, ich lass dich leben. Hey, was ist das hier? Achso, er hat wahrscheinlich vom Schiff etwas rausgeschleudert. Schauen wir, ob hier noch was dabei ist, was wir brauchen können. Oh, nein. Okay. Also, die Leiche dürfte genau auf dem Schiff sein. Das mal mit. Die Steine haben uns bis jetzt gute Dienste erwiesen. Gut, dann schauen wir hinein. Achso, ich wollte eigentlich noch. Moment, ich muss noch mal kurz hinaus. Ich wollte das hier noch machen vorher. Genau. Da haben wir hier schon drei Worte. Schön. So, hier ist es zum Glück etwas wärmer. So, Fackel. Gut. Dann schauen wir hier durch, was wir hier finden. Okay. Die würde ich gerne zerlegen, aber wir haben leider kein Beil. So, hier noch etwas? Nein. Regal. Hier ist auch nichts. Hey, eine Patrone. Nehmen wir mit. Das Holz nehmen wir mit. Das hier. Das ist der Schmiedeofen. Den muss man mit Kohle anheizen, dann kann man hier schmieden. Darum werden wir die Kohle hier lassen. Stock nimmst du mit. Okay.
Zielen für andere. Nichts leider. Moment, hier geht's doch noch irgendwo hoch. Ach da. Ein Dosenöffner. Hey, Tom, es lohnt sich, wenn man echt genau durchschaut, weil überall etwas versteckt sein kann. Ah, hier ist ein Versteck. Das ist ja cool. Ein Schlüssel zu einer Schließkassette. Cool. Da können wir jetzt dann schon das erste Versteck ausräumen. Das ist ja schön. So, aber ist hier nicht noch irgendwo eine Leiche? Ja. Leider nichts dabei. Und hier? Auch nichts, okay. Gehen wir rein, werden hier schlafen. Und dann das Versteck ausräumen. Oder wir wandern weiter, aber es ist halt so kalt draußen, das ist das Problem. Was haben wir denn alles gefunden? Na, da brauchen wir das Werkzeug dazu, schade. Achso, wir hätten noch was lernen können, zumindest das Nebo. Aber wir haben fast kein Wasser. Das bedeutet, wir sollten, müssten ein Feuer machen. Aber hier im Dunkeln können wir ja wieder nichts studieren. Ich würde sagen, als erstes schlafen wir jetzt mal. Okay, maximal 4 Stunden. Hey, wir haben Strom. Das ist ja schön. Was bedeutet für uns? Wir kurz hier lang schauen, ob wir hier was machen können. Nein. Gut, dann werden wir die Zeit hier nutzen. Unser Buch lernen. Und zwar das hier. Eine Stunde. Noch eine Stunde. Das
läuft ja gut. Oh, jetzt ist es zu dunkel, okay. Dann das hier. Und unser letztes Wasser. Dann gehst du gleich nochmal schlafen. Und dann wandern wir weiter. Yay, es ist Tag. So, das Problem in den frühen Morgenstunden ist, es zumeist neblig und extrem kalt. Wir schauen jetzt mal, wie es wirklich aussieht. Ja, es ist extrem kalt. Wir könnten aber die Zeit hier jetzt trotzdem nutzen und hier, da es windgeschützt ist, ein Feuer machen. Oh, trotzdem Brandbeschleuniger, Wahnsinn. Okay, mach das Zunderbündel, aber mach's da drinnen, damit wir nicht gleich komplett auskühlen. Zum Beispiel das Geräusch hier ist extrem laut. Verstehe ich nicht, warum das so hochgetrieben wurde. Okay, dann probieren wir es nochmal. Yay. So, jetzt machen wir Wasser. Hey! Oh mein Gott, da hatten wir jetzt Glück, dass der Bär vom Feuer Angst hatte. Mein Gott. Okay, wenn ich jetzt wüsste, wie kalt es jetzt wäre, würde ich gerne weiterlaufen. Ich nehme einfach mal eine Fackel mit. Wegen dem Bären. Und laufen hier rum. Wird uns der so weit in Ruhe lassen, denke ich. Gut, dann müsste auch hier das Versteck, das besagte Versteck sein, wo wir den Schlüssel haben. Aber ist das... Okay, es ist definitiv oben und nicht da. Aber kalt ist es dennoch noch extrem. Mal ein paar Steine noch mit, weil hier sind so gut wie immer Wölfe. Nein. Eine Hülse. Komm schon, er wird sicherlich irgendwo hochgehen. So, wo wird dann das Versteck wohl sein? Vielleicht hier? Nee. Nee, es muss hier irgendwo sein. Das hier? Da drunter? Ich weiß es nicht. Ich will jetzt hier nicht runter. Wahrscheinlich. So, ist hier irgendwo eine Schließkassette vergraben?
Schade. Sind wir hier umsonst runtergelaufen, aber wir können hier schon wieder hoch. Perfekt. Aber hier muss das sein. Dass es in der Hütte ist? Nein. Hier ist der Metallbehälter. Jetzt gehen wir nochmal zu dem Metallbehälter. Der ist hier. Da müssen wir ein Stück gerade vor und etwas nach links. Aber hier ist doch nichts. Ich hätte ja trotzdem gedacht hier. Aber ich dachte, es wäre vielleicht das. Ja, die nehmen wir mal mit. Aber hier ist doch auch nichts. Und wer würde denn hier am Wasser etwas verstecken? Hier kann man nicht hoch, okay. Ich möchte ja da jetzt nicht vorlaufen, weil ich denke, dass da Wölfe sind. Aber da ist es doch nicht. Das ist ja jetzt schon auf der Höhe des Gebäudes. Das wäre dann irgendwo hier. Bei dem Felsen hier. Das muss hier weiter drüben sein. Also hier in diesem Bereich. Ich gehe jetzt noch ein letztes Mal unter die Brücke. Hier ist ja nichts. Mal rein. Keine Ahnung, Freunde. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Ab in die Kommentare damit. Brechen wir die Suche fürs Erste ab und gehen mal in das Gebäude rein. Ist ja auch nicht, oder?
Nee, da ein... Hier vielleicht? Nein. Okay, egal. Schauen wir später nochmal. Jetzt müssen wir sowieso reingehen, da wir schon wieder unterkühlen. Gut, also hier hätte ich echt gerne Licht gehabt eigentlich. Ich werde sagen, wir gehen zuerst in den Wohnwagen drüben. Vielleicht haben wir dort, finden dort eine Lampe. Hier dürfte es auch heller sein, denke ich. Oh, ist es noch schlechter. Hey, die können wir anziehen. Schön. Haben wir. Achso, wir haben die Sturmlaterne noch, aber da ist, die ist auch fast leer. Ja, vielleicht finden wir etwas Lampenmüll. Notfalls. Achso, müssen wir Fackeln machen. Was haben wir denn hier? Einen Netzstein. Moment, da haben wir schon. Ein Schmerzmittel, einen Verband. So. Hier was? Nein. Buch. Können wir wieder was lernen? Hier etwas, nein. Muss mich etwas beeilen, denn das Licht ist jeden Moment zu Ende. Okay, das war's also nicht das Erhoffte. Fackeln herstellen. Dann nehmen wir den Eingang hier. Ja, die sind verschlossen. Gib mir ein paar Tonnen. Kleidung brauchen wir eine Fackel, sehr gut. Können wir ja unten etwas ausleuchten. Ist auch verschlossen. Nun ja, vielleicht finden wir in dem riesigen Gebäude hier eine Brechstange, Werkzeuge, etwas Lampenöl. So, was haben wir denn hier? Also das ist echt ein großes Gebäude. Leider gar nichts. Und hier? Ganz schlechter Zustand, okay. Der gefrorene Angler passt ja zu dem Gebiet hier. Eine Windjacke, yay. Okay, hier wird es schon wieder extrem dunkel.
Hier ist hier unterm Bett etwas. Nein. Nein. Zeitungspapier nehmen wir mit. Für Zunder. Okay, ist hier etwas. Eine Box. Okay, schade. So, wir schlafen hier jetzt eine Stunde, dass das Spiel gespeichert ist. Und in diesem Sinne werde ich die Folge hier beenden. In der nächsten Episode werden wir den unteren Bereich dieses Gebäudes erforschen und vielleicht wissen wir dann auch schon, wo das Versteck draußen zu finden ist. Gut. Ich würde mich freuen über ein Like oder Bewertungen in die Kommentare. Und natürlich auch über ein Abo. Würde mich freuen. Gut, Freunde, in diesem Sinne. Ich bin euer Wacko LP. Wünsche ich euch einen schönen Abend, schöne Nacht oder schönen Tag. Je nachdem, wann ihr diese Episode genießen werdet. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.